Brandenburg aktuell zu Beginn einer neuen Woche. Schönen guten Abend. An meiner Seite für die Kurznachrichten heute Christina Derlin. Guten Abend. Ja, und mit diesen Themen starten wir in diese neue Woche. Schutz gegen Wölfe. Land gibt Geld für Hütehunde. Roter Adlerorden. Auszeichnung für verdiente Bürger. Und neue Nachbarn. Warum immer mehr Polen in die Uckermark ziehen. Er ist schon lange wieder da, der Wolf in Brandenburg. Das war politisch gewollt, gewollt aber nicht von allen. Besonders Viehhalter unter freiem Himmel haben ein handfestes Problem mit ihm. Ein Wolfsmanagementplan sieht seit ein paar Jahren Entschädigungen für gerissene Tiere vor. Jetzt soll endlich auch der Einsatz von Herdenschutzhunden finanziell besser unterstützt werden. Stefanie Teistler berichtet. So sieht die zukünftige Schaf-Security in Brandenburg aus. Noch können die einen Tag alten Pyrenäenberghunde nicht mal laufen. Doch in den kommenden 2 Jahren werden sie zu richtigen Herdeschutzhunden ausgebildet. Ihre Hauptaufgabe dann, die Herden vor Wolfattacken schützen. Denn seitdem in Brandenburg wieder Wölfe leben, reißen diese bis zu 60 Schafe im Jahr. Doch ein Hund, der davor schützt, ist teuer. 4.000 Euro, dazu Kosten für Futter, Tierarzt, Versicherung. Das mussten Schäfer bisher allein tragen. Die Anschaffungskosten übernimmt jetzt das Land und verspricht sich einiges davon. Wenn wir eben keine Übergriffe vom Wolf haben, haben wir natürlich auch eine höhere Akzeptanz, was den Wolf betrifft. Und wir sorgen dafür, dass unsere Schafhalter natürlich auch eine ökonomische Basis haben. Schäfer und Hundezüchter Knut Kutznick ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde. Sein Verein hat sich mit dem Umweltministerium auf Richtlinien bei Zucht und Ausbildung der Hunde geeinigt. So fiel auch die Wahl auf die Pyrenäenberghunde. Weil diese Hunde, Rassen von den Herdenschutzhunden, ein geringes Reizpotenzial haben. Also, sie bellen viel lieber, anstatt sofort zu beißen. Denn unsere Landesregierung möchte nicht, dass die Schutzgebiete gefährlicher werden mit Herdenschutzhunden als mit Wölfe. 12 Hunde sind bereits vorbestellt. Der Bedarf höher als das Angebot. Der Security-Nachwuchs kommt also gelegen. Wenn eine neue Regierung in die Ministerien einzieht, dann setzt sie auf die Schlüsselposten in der Regel die Leute, denen sie persönlich vertraut. Das sind dann politische Beamte, die an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung arbeiten. In einigen Bundesländern hat auch der Landtag so eine Befugnis, zum Beispiel den Landtagsdirektor, also Chef der Verwaltung, in den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen. In Brandenburg bisher nicht. Könnte sich ändern und könnte neue Kosten für den Steuerzahler produzieren. Hanno Christ. Was haben Spaziergänger eigentlich mit dem Landeshaushalt zu tun? Wenn es schlecht läuft, jede Menge. Wenn es um politische Spaziergänger geht, hochbezahlte Beamte, für die es keine Verwendung mehr gibt, die eben spazieren gehen und dabei immer noch Steuergeld kassieren. Politische Beamte hat Brandenburgs Landesregierung so einige. Den Chef der Polizei, den vom Verfassungsschutz und von der Staatskanzlei oder die Innenstaatssekretärin zum Beispiel. Nun möchte die Landtagspräsidentin noch einen draufsetzen. Ein neues Beamtengesetz soll auch ihr die Möglichkeit geben, Wunschpersonal, also einen politischen Beamten, auszusuchen. Es gibt kein gutes Argument, warum wir nicht in Personalfragen gleichgestellt werden sollten mit dem Ministerpräsidenten oder anderen Landesparlamenten, die das ja beispielhaft schon zeigen. Also Handlungsspielraum für den Landtag erweitern, das ist die Botschaft. Das würde ihr die Möglichkeit geben, den langjährigen Landtagsdirektor Detlef Vogt loszuwerden. Die Unzufriedenheit mit seiner Arbeit gilt als groß. Er ist faktisch unkündbar, hochbezahlt mit 9.395 Euro brutto im Monat. Genau das macht manchen den Weg zum neuen Gesetz steinig. Nicht, dass da noch ein politischer Spaziergänger im Kommen ist. Wir haben die Landtagspräsidentin und das Innenministerium aber darauf aufmerksam gemacht, dass jegliche Zustimmung von uns daran gebunden ist, dass hier kein neuer Versorgungsfall geschaffen wird, sondern dass eine Anschlussverwendung für den derzeitigen Landtagsdirektor gefunden werden muss. Und für uns ist natürlich ganz entscheidend, dass alle zukünftigen politischen Beamte immer befristet eingestellt werden. Grundsätzlich aber hat die Idee Charme, sagt ein Politikwissenschaftler. Wenn ich das so ein bisschen locker sagen darf, das ist ja so, als wenn sie im Sportverein den Präsidenten auswechseln und dem wird dann gesagt, aber den Trainer darfst du nicht auswechseln, mit dem musst du jetzt den Rest deines Lebens zusammenarbeiten. Das macht ja keinen Sinn. Also ich sehe das sehr entspannt, ehrlich gesagt.
die Folgekosten, die da gelegentlich auftreten, die sind überschaubar. Und ähnliche Wege sind auch schon andere gegangen, ohne zu stolpern. Ausnahmsweise schauen wir in den Kurznachrichten jetzt nicht zuerst nach Brandenburg, aber auf einen Vorfall, der auch Brandenburg bewegt. Christina. Der Anschlag auf einen Nachtclub in Orlando im US-Bundesstaat Florida hat weltweit Trauer und Entsetzen ausgelöst. Ein Attentäter hatte in dem bei Lesben und Schwulen beliebten Club 50 Menschen getötet. In vielen Städten, auch in Berlin und Brandenburg, zeigen sich die Menschen solidarisch. Blumen und Regenbogenfahnen als Zeichen der Trauer und Anteilnahme vor der US-Botschaft am Pariser Platz. Angeregt hatte das stille Gedenken der Berliner Lesben- und Schwulenverband. Ein Kondolenzbuch lag aus, in dem sich viele Menschen eintrugen. Auch Parlamentarier verschiedener Parteien nahmen an der Gedenkveranstaltung teil. In der Potsdamer Landeskoordinierungsstelle für lesbisch-schwule Belange schlägt den Mitarbeitern fast täglich eine Menge Hass und Verachtung für ihre Arbeit entgegen, beklagten sie heute. Wir bekommen hier regelmäßig Drohanrufe in letzter Zeit, also wo uns Gewalt angedroht wird, wo angedroht wird, den Laden hier in Brand zu stecken. Auf unseren Facebook-Seiten finden gerade sehr unwürdige Diskussionen statt, die wir im Augenblick versuchen, mit einer gewissen Prise Humor einfach noch zu kommentieren. Aber das Ganze macht natürlich schon eine gewisse Grundangst. Noch ist das genaue Tatmotiv des Todesschützen von Orlando unklar. Die Ermittlungen dauern an. Um Brandenburgs neues Wassergesetz wird gestritten. Landwirte, Wald- und Grundbesitzer lehnen den Entwurf des zuständigen Ministeriums ab und präsentierten gemeinsam mit den Kommunen einen Gegenvorschlag. Darin plädieren die Interessenverbände dafür, die Finanzierung für den Unterhalt von Gewässern neu zu regeln. Anders als bisher wollen die Landbesitzer in den zuständigen Verbänden mitreden und über die Verwendung der gezahlten Beiträge entscheiden dürfen. Bislang ist es ja so, dass die Kommunen Mitglieder in den Verbänden sind und dann sozusagen die Beiträge weitergeben. Und wir als Waldbesitzer möchten natürlich selber, wenn wir betroffen sind, bei der Ausgestaltung dieser Beiträge und auch der Arbeiten, die im Verband geschehen, natürlich mitreden können. Auch setzen sich die Land- und Waldbesitzer für differenzierte Beitragszahlungen je nach Nutzung der Gewässer ein. Dabei geht es um Bio- und Entwässerung sowie den Erhalt der Wasserflächen etwa als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Der Entwurf für das neue Wassergesetz soll noch vor der Sommerpause in den Landtag eingebracht werden. Bürger von heute für Bürger von damals. Unter diesem Titel sammelt die evangelische Kirchengemeinde Frankfurt-Oder Spenden. Mit dem Geld will sie bedeutende Ausstellungsstücke aus der St. Marienkirche restaurieren. Heute erhielten die Initiatoren vom Förderverein der St. Marienkirche einen Scheck über 1.500 Euro. Insgesamt sind damit seit November mehr als 20.000 Euro zusammengekommen. Die Kirchengemeinde will Gemälde wie etwa den ungläubigen Thomas aus dem 16. Jahrhundert sowie mittelalterliche Altäre, Handschriften und Bücher aus der Reformationszeit erhalten. Natürlich ist das Jahr 2017 für uns ein wichtiges Jahr, weil das Reformationsjubiläum gefeiert wird. Und wir wollen damit zeigen, dass, wenn auch hier nicht die Reformation stattfand, wir aber durchaus in dieser Zeit etwas hervorgebracht haben hier in Frankfurt-Oder. Und wir wollen, dass das auch gehoben wird und präsentiert wird. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung hat zugesagt, den Gesamtspendenbetrag am Ende zu verdreifachen, bis zu einer Höchstsumme von 123.000 Euro. Was haben Manfred Stolpe, Henry Maske und Frank Zander gemeinsam? Sie alle sind Träger des Verdienstordens des Landes Brandenburg, gerne auch als Roter Adlerorden bezeichnet, als Auszeichnung für besondere Verdienste ums Land Brandenburg und seine Bevölkerung. Der erste Ministerpräsident Brandenburgs bekam ihn vor 10 Jahren, der Ex-Profi-Boxer vor 6 Jahren und der Entertainer Zander bekam ihn heute. Michael Schon war bei der Verleihung in Potsdam dabei. Es ist noch ein bisschen Platz am Revers von Frank Zander zwischen Gitarre und Berliner Verdienstorden. In Brandenburg ist das soziale Engagement des Musikers nicht zuallererst aufgefallen. In diesem Fall habe ich ja Bundesverdienstkreuz, bin heilig gesprochen, habe die Wiechern-Plakette, wie gesagt, und Berliner des Jahres, also mehr geht nicht. Na gut, die Heiligsprechung muss vielleicht noch ein bisschen warten. Für den Roten Adlerorden aber reicht es. Den bekommt er für sein Gänseessen mit Bedürftigen und Prominenten. Das ist legendär. Weniger bekannt, Premiere war vor 21 Jahren in Brandenburg auf Schloss Diedersdorf. Insgesamt 14 Mal wurde der Rote Adlerorden heute verliehen. Nicht nur an Prominente, auch an Brandenburger, die sich besonders als Ehrenamtler verdient gemacht haben.
Gisela und Hans-Peter Freimark aus Perleberg zum Beispiel bauten vor 10 Jahren ein eigenes DDR-Dokumentationszentrum auf zu SED-Diktatur, DDR-Alltag und kirchlicher Friedensarbeit. Heute haben wir im Grunde mehr Seelsorge in unserer Einrichtung als früher im Pfarramt. Die Leute kommen bis Tränen gerührt, was ihnen da passiert. Sie wissen ja gar nicht, sie sehen Sachen, sie riechen was, sie sehen was, dann kommen die Erinnerungen hoch. Gute von der Kindheit, aber auch die anderen. Es sind natürlich hier besondere Menschen, die weit über das Normale hinaus sich für die Gemeinschaft eingesetzt haben, die Projekte vorangebracht haben, die in ihren einzelnen Bereichen häufig im Ehrenamt ganz Besonderes geleistet haben und damit unser Land insgesamt vorangebracht haben. Als Botschafter für Brandenburg im Sport hat sich der Potsdamer Kanufahrer Ronny Rauer verdient gemacht. Weltmeister, Olympiasieger, der Orden bekommt einen Platz zwischen Goldmedaillen. Ich habe mich tatsächlich extrem gefreut, als die Einladung ins Haus geflattert ist. Und ich war mir erst gar nicht bewusst, dass ich sowas Großes verdient habe. Macht mich unheimlich stolz. Und ich glaube, es sind nicht nur meine Medaillen, die da auch ein bisschen den Wert haben, sondern auch das, was ich ringsherum mache. Ich setze mich viel ein. Ich versuche halt, das, was ich am Sport liebe, das, was ich an meinem Leben liebe, auch weiterzugeben an die jüngere Generation. Wer den Orden bekommen möchte, muss übrigens kein Brandenburger sein. Nützlich aber ist da ein bisschen Textsicherheit bei der inoffiziellen Landeshymne. Tja, Adler spielen jetzt auch eine Rolle. Tschesch, Nachbarn, hallo Nachbarn. Bis zum Jubiläum am Freitag gehen wir der Frage nach, wie gut im Brandenburger Grenzland die Nachbarschaft zwischen Deutschen und Polen läuft, die man vor 25 Jahren als Projekt verabredet hatte. Heute geht es buchstäblich um das Zuhause. Die nordöstliche Uckermark als Speckgürtel von Stettin? Ja, gar nicht mehr abwegig. Manche Stettiner ziehen raus nach Brandenburg, weil Wohnraum in der polnischen Stadt zu teuer ist. Ricardo Wittig. Für Radosław Popiela ist es heute die zweite Fahrt. Seine Kunden kommen aus Stettin. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Lukow-Petershagen soll besichtigt werden. Da ist doch ein Loch, das werden wir in den nächsten Tagen schließen und sanieren. Seit die Gemeinde den Neubaublock nicht mehr mit Mietern voll bekam, sucht Radosław Popiela diese auf der polnischen Seite. 250 Euro kalt soll diese 60 Quadratmeter große Wohnung kosten, mit Herd, Spüle und Balkon. Dazu gibt es noch eine Garage für das Auto. Für uns ist es nicht wichtig, ob wir auf der deutschen oder polnischen Seite wohnen. Bei uns finden wir nur schlecht eine Wohnung. Hier ist das Angebot größer und die Preise sind niedriger. Auf der deutschen Seite der Oder wohnen und in der Heimat arbeiten. Für viele Alltag hier an der deutsch-polnischen Grenze. Radosław Popiela hat vor 8 Jahren mit seiner Familie in Rosow ein Haus gekauft. Heute verkauft er Grundstücke und Wohnungen an Landsleute und weiß, was die Polen schätzen. Naja, erste Sache, das sind Preise. Ja, das ist, muss man das wirklich ehrlich sagen. Ja, also hier man kann ein Haus kaufen und für gleiche Preis in Stettin nur Wohnung. Also dann es ist wirklich große Differenz. Und genau wie Familie Popiela haben es viele nachgemacht. Fast 800 polnische Bürger sind es hier im Nordosten der Uckermark inzwischen. Die kleine Christina ist die Jüngste. Ein Haus war für Familie Wichari in Stettin nicht erschwinglich. 30.000 Euro haben sie für das Grundstück hier bezahlt. Wir möchten, dass unsere Kinder zweisprachig aufwachsen, auf Polnisch und auf Deutsch. Das ist für uns sehr wichtig. Aber wichtig war auch die Nähe zu Stettin. Hier ist es einfach schön, der ganze Naturpark, und es gibt viele interessante Wege. Dass noch mehr junge Familien den Weg über die Oder finden, dafür wirbt auch die Amtsverwaltung. Young Family und Start-up heißen neue Projekte und haben Erfolg. Wir sind ein Amtsbezirk, der in den letzten Jahren viel Einwohner verloren hat. Und in den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, junge deutsche und junge polnische Familien bei uns anzusiedeln. Wir haben wieder mehr Kinder in den Kindergärten und mehr Grundschüler in unseren Schulen. Und das belebt auch den ganzen Amtsbezirk.
Wie hier Aikido in der Tantua-Sporthalle. Deutsche und polnische Kinder trainieren zusammen. Ein Miteinander, wovon auch andere Vereine profitieren. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Also, das alles passiert ein bisschen als Überraschung für uns. Aber gute Überraschung. Wir sind wirklich zufrieden und wir wollen hier bleiben. Ja. Deutsch-polnische Nachbarschaft. Darüber wollen wir reden mit Frank Kupferschmidt von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Brandenburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Das haben wir gerade im Beitrag gesehen. Polen wohnen in der Uckermark. Ist das jetzt ein Zeichen für gute Nachbarschaft oder einfach nur dem Wohnungsmarkt in Stettin geschuldet? Es ist natürlich dem Wohnungsmarkt in Stettin zunächst mal geschuldet, wenn man sagt, es ist dort zu teuer. Aber ich würde trotzdem ja, selbst wenn es preiswert wäre, nicht dorthin ziehen, wo ich mich nicht wohlfühlen würde. Also kann man davon ausgehen, dass Sie sehr wohl wissen, dass man sich in der Uckermark wohlfühlen kann und dass Sie dort bleiben wollen. Das heißt, es ist immer Sprache verbindet. Haben Sie den Eindruck, dass auch die Deutschen sich genug Mühe geben, Polnisch zu sprechen? Leider nicht. Es lernen sehr viel mehr Polen Deutsch als umgekehrt Deutsche Polnisch. Und das ist schade. Die Deutsch-Polnische Gesellschaft wirbt da ja schon seit Jahren dafür. Warum wird das nicht angenommen dann? Ich weiß nicht. Es gibt wahrscheinlich ein Imageproblem für das Polnische. Es gibt viele, die sagen, ach, das ist schwer. Und wozu ist das denn zu gebrauchen? Ist dazu nichts Nutze? Und das stimmt natürlich nicht. Gerade in der grenzüberschreitenden Verflechtung der Wirtschaft, der Verwaltung ist es wichtig, wenn man Polnisch Sprechende auch auf der deutschen Seite hat. Das haben wir schon seit Sonnabend in unserer Reihe das thematisiert. Es gibt den Einkaufstourismus, Medizinerausbildung auf beiden Seiten der Oder, heute Wohnungsmarkt. Gelebte Nachbarschaft vor Ort ist also der Regelfall. Ja, das ist der Regelfall und das muss auch weiter unterstützt werden. Die Zivilgesellschaften diesseits und jenseits der Oder müssen sich kennenlernen, schätzen lernen. Das macht sie natürlich auch sehr viel unabhängiger von der politischen Großwetterlage. Die sprechen Sie jetzt schon an. In dieser Woche kommt der polnische Präsident Duda hierher nach Deutschland. Gauck wird dann auch nach Polen gehen. Nächste Woche gemeinsame Regierungskonsultationen. Ist das nur der schöne Anschein von guter Nachbarschaft? Nein, ich glaube schon, dass auch die PiS-Regierung nach den Informationen, die wir auch von Polen haben, durchaus an dem hohen Stand der Zusammenarbeit mit Deutschland festhalten will. Sie haben nur in einigen Bereichen eben andere Vorstellungen. Aber es ist ein EU-Partner, mit dem man vertrauensvoll umgehen muss. Und man muss versuchen, ihn zu überzeugen, wenn man anderer Meinung ist. Das heißt, laute Töne, auch vielleicht hässliche Richtung Deutschland, die aber gar nicht so gemeint sind. Und in der Praxis rauft man sich doch zusammen? Ich glaube schon, dass es ein bisschen so ist. Man muss auch die eigene Klientel bei der Stange halten. Und auf der anderen Seite weiß man sehr genau, was man an guten Beziehungen zu Deutschland hat. Ganz kurz vielleicht noch mal. 25 Jahre gibt es auch Ihre Gesellschaft. Die größten Vorbehalte, die es damals gab, welche waren das? Ja, die größten Vorbehalte lagen im Grunde genommen in der Fremdheit, gewissen Unsicherheit mit dem Nachbarn. Und es gibt da eine schöne Umfrage der Universität Posen von 1991. Wie viele Polen oder Deutsche denn ein Mitglied in der Familie, ein eingeheiratetes Mitglied, akzeptieren würden, dass der andere Nationalität angehört? Und da waren das damals 2,4 oder 2,7%. 16 Jahre später allerdings war dieser Wert auf 75% auf beiden Seiten gestiegen. Und die Deutschen waren sogar bei 80%, Polen als Nachbarn zu haben. Also gibt es eine verlässliche und solide Grundlage für gute Nachbarschaft, sagt Frank Kupferschmidt. Vielen Dank für das Interview. Ja, und Frank Kupferschmidt, den können Sie nachher auch ausführlich hören im Antennegespräch mit Thorsten Südow auf Antenne Brandenburg ab 21 Uhr. Jetzt sehen Sie und hören Sie hier aber Christina weitere Nachrichten aus Brandenburg. Die Ziehmutter des Findeltigers Diego hat den Barnimer Tierschutzpreis erhalten. Doris Tesch hatte das Tigerbaby mit der Flasche aufgezogen. Heute lebt Diego in einem Wildkatzenzentrum im Barnimdorf Tempelfelde.
Diego teilt sich dort ein Gehege mit der weißen Tigerin Heike. Er wiegt inzwischen 90 Kilogramm. Im vergangenen August war das Tigerbaby vor der Tür der Bernauer Tierärztin abgelegt worden. Doris Tesch hatte sich um den Tiger mehrere Monate intensiv gekümmert. Für ihr Engagement wurde sie von Landtagspräsidentin Stark für den Tierschutzpreis vorgeschlagen. Bis heute besucht die Tierärztin Tiger Diego einmal wöchentlich. War das Erlebnis meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer zieht einen Tiger auf? Wer hat die Chance, sowas zu tun? Und da war das schon ein Wahnsinnserlebnis, sowas mal zu tun. Doris Tesch spendete die 300 Euro Preisgeld sowie weitere 1.000 Euro an das Wildkatzenzentrum. Dort soll für die beiden Tiger ein größeres Gehege für rund 300.000 Euro entstehen. Der sogenannte Raucherprozess zwischen zwei Rentnerehepaaren in Premnitz ist vorerst ausgesetzt. Die beklagte Raucherin ist nach Angaben des Landgerichts Potsdam mittlerweile verstorben. In dem Prozess hatte ein Ehepaar wegen Rauchbelästigungen auf ihrem Balkon gegen die unter ihm wohnende Raucherin geklagt. Ob der Rechtsstreit, der bis vor den Bundesgerichtshof gegangen war, dennoch weitergeht, ist noch nicht entschieden. Potsdamer und Gäste der Stadt können seit heute wieder an der Havelufer-Promenade flanieren. Oberbürgermeister Jakobs eröffnete den sanierten Uferabschnitt gegenüber der Freundschaftsinsel. Menschen mit Gehbehinderung haben nun leichteren Zugang. Dank eines Fahrstuhls ist die Promenade barrierefrei zu erreichen. Die Sanierung hat insgesamt 2,3 Millionen Euro gekostet. Allein 1 Million davon entfiel auf die Suche nach Munitionsresten aus dem Zweiten Weltkrieg. Axel Schmidt ist beeindruckend. Wie er hier so im Sattel sitzt, würden Sie da denken, dass dieser Mann querschnittsgelähmt ist? Stefan Sperfeld stellt ihn uns vor. Mein Traum war es halt immer, mit dem Pferd durch die Gegend zu marschieren als Ausgleich und die Natur vom Pferd aus zu genießen. Und da sind für mich die Pferde im Prinzip so mein Fußersatz, mein Ersatz für die Beine. Vom Bauchnabel abwärts querschnittsgelähmt, damit muss Axel Schmidt seit 13 Jahren leben. Seitdem sich der Ingenieur auf einer Baustelle beim Sturz vom Dach die Wirbelsäule gebrochen hat. So, die anderen wollen wir. Doch der Lebensmut des heute 49-Jährigen hat vergleichsweise wenig Schaden genommen. Nach schweren Operationen und über einem Jahr physischer und psychischer Behandlung wollte der Familienvater zurück in den Alltag. Man muss sich einfach nach dem Unfall überlegen. Das ist wie ein neues Leben. Bleibt man an alten Sachen hängen und überlegt sich nur, was hat man verloren? Oder geht man dazu über und sagt, halt stopp, was kann ich alles? Und versucht seine Grenzen auszuloten. Ich glaube, wenn man nicht dran glaubt, dann wird's nie was. Stimmt's? Also das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt, dass man möchte, dass man will. Meine Mutter hat mir beigebracht, wenn man will, kann man. Man muss bloß wollen. Man muss auch erst locker werden, sonst ist das alles ein bisschen schwierig. Und so ist das Hobby von Axel Schmidt zu einem wichtigen Teil seiner Therapie geworden. Hier in der Rollireitschule Radensleben bei Neuruppin gibt es dafür speziell ausgebildete Therapiepferde. Sie sind besonders gutmütig und intelligent, denn die Beine von Rollstuhlfahrern wie Axel Schmidt fehlen praktisch beim Führen. Die Schenkelhilfen, die man eigentlich braucht, die werden mit Hilfe der Gärten jetzt gegeben. Das heißt, ich habe zwei Gärten, links und rechts. Des Weiteren ist das Pferd auf Stimme ausgebildet. Das heißt, wenn ich sage und trab, dann fängt die an zu traben. Wenn ich sage und oh, mit ein paar Hilfen geht es auch wieder in Schritt. Durch besondere Trainingsmethoden in seinem Behindertensportverein hat sich die verbliebene Oberkörpermuskulatur von Axel Schmidt inzwischen so gut entwickelt, dass er sogar bei Dressur-Turnieren an den Start geht. Hier das Abschlusstraining für die deutsche Meisterschaft am kommenden Wochenende. Körperliche Fitness spielt eine Rolle. Und im Endeffekt geht es ja nicht darum, um eine Trophäe nach Hause zu bringen, sondern im Endeffekt geht es darum, dass wer Fremdes dir bestätigt, dass das, was du bis jetzt gemacht hast, richtig ist, okay ist. Und so sitzt Axel Schmidt auch beruflich wieder fest im Sattel. Der Bauingenieur hat sich weitergebildet und ist erfolgreich unterwegs als selbstständiger Fachberater für barrierefreies Bauen. Ich sehe mich auch immer so eigentlich nicht als den großen Bauleiter, sondern eigentlich mehr als den Vermittler zwischen den Läufern und den Leuten, die im Rollstuhl sitzen. Ja, klappt das? Das klappt sehr gut. Also deswegen werde ich auch geholt, hauptsächlich, muss ich sagen.
Sein eigenes Zuhause hat sich Axel Schmidt komplett barrierefrei hergerichtet. Das macht das Leben auch für seine zwei Söhne und Ehefrau Brigitte leichter. Sie ist seit über 20 Jahren mit ihm zusammen und hat sich an die Pferdeleidenschaft längst gewöhnt. 3 Jahre war. Jeder braucht seinen Freiraum und ich genieße die Zeit dann auch, wenn er mal weg ist, keine Frage. Und Reibereien gibt's auch bei uns. Und er springt aus dem Rollstuhl, wenn er es könnte, und ich brause auch auf. Ist ja normal, also nur so funktioniert eine Beziehung. Und so hat Axel Schmidt trotz seines schweren Schicksals immer wieder neue Pläne. Nochmal zum Schaf. Schafskälte, die trifft uns diesmal wieder voll. Johanna Jambor mit den Aussichten. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 89% trifft sie uns jedes Jahr um diese Zeit, die Schafskälte, auch europäischer Sommermonsun genannt. Und so wie es aussieht, kommt tatsächlich heute noch von oben was runter. 5 bis 10 Grad kühler, das ist die Schafskälte. Der Name ist an frisch geschorene Schafe angelehnt, denen sie Probleme machen kann. Aber auch Alpakas wie im Tierpark Germendorf. Die Wolle muss ab, doch dazu soll es erst wieder wärmer werden. Wie sieht das aus? Das ist im Prinzip 2 Mann. Rein, und wenn wir sie zu greifen kriegen, wird im Prinzip ähnlich wie beim Schwitzkasten der Arm drum gelegt. Allerdings, anders als beim Schwitzkasten, greifen wir nicht ewig stark zu, sondern nehmen eine Hand, um das Gesicht wegzudrücken von uns, damit die uns eben nicht ins Gesicht spucken. Ne? Machen die Geräusche auch? Die fiepen so ein bisschen rum, kann man so wie so ein junges Rehkitz im Prinzip fiepen, die dann teilweise ein bisschen rumschreien auch mal ein bisschen. Und natürlich als Abwehrmechanismus wird eigentlich nonstop in der Gegend rumgespuckt. Aber prinzipiell machen die da nichts. Ne? Die kommen, die riechen, dass alles in Ordnung ist. Ja, oh weia. Aber bei der das war ein heißer Atem. Bei der Schafskälte wird aber gespuckt, das finden die gar nicht gut, ne? Das finden die nicht gut, nein. Die Aussichten. Die Temperaturen in der Nacht liegen im zweistelligen Bereich 10 bis 13 Grad, doch es bleibt regnerisch, Gewitter dazu im Süden. Morgen bleibt es ungemütlich, die Temperaturen liegen zwischen 19 Grad im Norden und 22 in der Lausitz, die Gewitter halten an. Für diese Bewohner des Tierparks, die Totenkopfäffchen, sind übrigens 30 Grad ideal. Für bessere Laune sorgt ein Mehlwurm als Leckerchen. Das ist bei der Wärme, ist es aber wahrscheinlich zum Feierabendkäfer. Es gab ja immer mal wieder Unwetter in letzter Zeit. Merkt man das irgendwie an den Tieren, dass sie danach verunsichert sind oder sich anders verhalten? An den Tieren merkt man es weniger. Wir haben natürlich unsere Sonnenanbeter, die sind dann etwas schlecht gelaunt. Ja. Ne? Meistens sind es aber eher die Kollegen, die dann natürlich den ganzen Tag im Regen stehen und nicht mehr ganz so gute Laune haben. Es macht sich aber hauptsächlich natürlich durch den Wald, durch die herabfallenden Äste oder Reparaturarbeiten natürlich bemerkbar. Die Tiere arrangieren sich aber ganz gut. Aber die sind echt frech hier, ne? Die sind wirklich, also... Das ist natürlich Pippi Langstrumpf-Affen, ne? Wenn es jetzt wieder wirklich warm wird, dann irgendwann hoffentlich, müssen Sie nachhelfen beim Kühlen bei manchen Tieren oder Tierarten? Beim Kühlen ist es weniger. Das sind alle Gehege so gebaut im Prinzip, dass... Kein Ärger hier, Kinder! Dass im Prinzip von Hause aus natürlich kühle, schattige Rückzugsmöglichkeiten sind. Ja. Wir haben dann aber im Hochsommer wie im Winter im Prinzip jemanden, der extra sich nur darum kümmert, in allen Gehegen regelmäßig Wasser aufzufüllen. Ja, und es wird wieder ein wenig wärmer. 25 Grad am Donnerstag, doch insgesamt schafft es der Sommer in dieser Woche noch nicht überzeugend zurück. Ja, irgendwann ist die Schafskälte wieder vorbei. Also schnell zu den Tieren, die für Sommer pur stehen, zu den Flamingos. Ja, hoffen wir es. Dankeschön, Joana. Und von uns gibt es jetzt für Sie noch diese Pusteblume, fotografiert von Detlef Schwarz, kam über die Brandenburg Aktuell App. Dankeschön. Ja, und das war's von uns für heute. Nach der Tagesschau geht es hier weiter mit dem Tatort, der vierte Mann. RBB Aktuell um 21.45 Uhr. Und morgen ist Christina zusammen hier mit Tatjana Jury. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war ein schöner Abend, oder? Ja.